Now it's time to play Pokémon Y. Da sind wir wieder, jetzt nochmal vor der Höhle, weil wir ja gespeichert haben. Ich habe natürlich Ferrostick und Sephi nicht vergessen, weil ihr sie gerade im Overlay nicht seht. Aber sie sind eigentlich nur gerade mit auf der Durchreise. Und ja, wie gesagt, Ferrostick und Sephi habt euch nicht vergessen. Ihr werdet auch später noch, oh, Sackgasse, erwähnt werden, wie alle anderen, die ich noch in der Box habe, wie Kecleon und so. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute schreiben und, oh mein Gott, und wie viele Pokémon soll ich denn mitnehmen? Und ich muss mir da was einfallen lassen. Vielleicht später in den Battles werde ich nochmal alle rausholen. Oh, ein Rehorn. So, Rehorn will sein Horny. Also muss ich Rehorn für Horny fangen. Rehorn, dann machen wir mal einen Turbodreher. Versuchen wir es mit normalen Angriffen. Wie gesagt, wenn ich euch nicht alle unterbringen kann... Oh, das funktioniert gar nicht. In den Overlays. Dann werde ich versuchen, euch später in Pokémon-Kämpfe einzusetzen. Dass ich euch alle trainiere nebenbei. Und dann in einzelnen Pokékämpfen sozusagen immer in 6er-Teams nennen werde und dann mit euch antrete. Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz gute Idee, weil, wie gesagt, mittlerweile muss ich mich langsam aufs Team konzentrieren und das noch voll machen. Jetzt habe ich Pflanze, Feuer, Fighter, Water, Psycho, jetzt brauche ich noch ein Luft-Pokémon und noch ein cooles. Hallo, was ist das hier für ein Needle Rocket, Rehorn Jung? Needle Rocket of Doom. Ich muss sie noch zweimal beißen, damit ich Horny fangen kann. Alles klar. Soll ich dann noch... Ne, ich versuch's direkt. Oh, er macht schon wieder hier mit seinem Hintern. Ey, langsam reicht's, Rhyhorn. The Beutler. Und Superball. Rehorn habe ich in meiner anderen Version auf X noch nicht gesehen, deswegen ist super cool. Gimme. Jawoll. Number Horny. Und jetzt gesellt sich auch noch Horny zu uns. Hallo Horny. So, dann haben wir einen Eintrag für Rehorn. Zack. Aufgrund seiner kurzen Beine kann es nicht umdrehen. Es kann immer nur in eine Richtung laufen. Möchtest du Rehorn einen Spitznamen geben? So. Laufen wir weiter. Hier war ich doch schon mal, aber wieso musste ich gerade kämpfen? Mein Gott, es ist so verwinkelt. Ach, wir müssen immer den grünen Steinen folgen. Die bringen uns hier raus. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ah, ein neuer Kampf. Wen haben? Was ist das denn? Lunastein. Lunastein sehe ich in meiner Liste nicht. Nein, 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 kein Lunastein. Aber ich finde den krass, aber ich denke, ich kill ihn mit einer Aquaknarre. Das ist nämlich der Mond von Zelda, wenn er sich entwickelt. Der geht. Oh, ist perfekt. Lunastein setzt Confusion. Oh, das ist ein Psycho. Psychos sind immer geil. Wird der Kadabra vielleicht weggemacht? Lunastein! Come here, come here. 1, 2, 3. Boah, da fängt da einige neue. Nein, doch nicht! Lunastein! Verflixt! Hat beinahe geklappt! Und Hypno. Oh, das werden wir ab. Wir machen einfach noch einen. Das muss doch klappen. Hallo? Ist Lunastein selten? Das ist ein Superball, Junge. 1, 2, 3. Das ist nicht wahr! Oh, Mist! Psywave! Noch einen Angriff überleben wir nicht von ihm. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen Tränke auspacken. Super Trunks. Ja, nochmal Hypnose, das werden wir wieder gekonnt ab. Jetzt beißen. Nee, Turbodreher. Das macht irgendwie gar nichts. Deswegen Spinning Attack. Bam. Das macht noch weniger als gar nichts. Oh, jetzt poliert er sich auch noch. Okay, die Initiative, ich muss nochmal Turbodreher machen und hoffen, dass ich hier einen Volltreffer lande. Oh Gott, was ist los mit ihm? Er ist so initiativemäßig unterwegs. Turbodreher, bäh. Wir machen den Zergen ihn so down. Nochmal Turbodreher. Turbodreher. Jetzt müsste es reichen. Ein Volltreffer, perfekt.
Beutel. Nein, keine Tränke. Das. Super Ball. Flieg und Sieg. Eins. Zwei. Drei. Endlich. Lunastein. Viel Erfahrung für Lunastein und der Eintrag im Pokédex. Und im Pokédex steht über Lunastein geschrieben, wurde erstmals vor 40 Jahren beim Meteoritenkrater entdeckt. Sein Blick wirkt einschläfernd. Nein, Lunastein will noch keine Ahnung, hat so ein Entengesicht. Ich hoffe, das hat eine Weiterentwicklung. Ding, ding, ding. Oh Gott, wir rennen hier durch den... Oh, ist überall dunkel, hier ist noch ein Pokémon-Kampf. Oh. Entscheide dich. So. So, hier wird nämlich noch gekämpft. Kämpfen ist immer gut, denn hier in den Kämpfen, Höhlen, gibt es viele, viele Sachen. Oh, Tragosso! Oh, Tragossa! Und wer möchte das sein? Keep it basic. The Gaming Star German möchte das sein. Tragosso. Ich hoffe, ich kill ihn nicht. Erstmal noch ein bisschen auf den Helm schießen. Oh, das sieht so gut aus! Mist. Ich will auch Tragosso haben, das hat eine coole Weiterentwicklung. Nee, gar nicht. Tragosso nicht. Tragosso hat nur eine coole Story hinter sich. Oh, ich muss es nochmal holen. Ich hoffe, ich finde Tragosso noch. Tut mir leid. Hier erstmal Dunkelklaue gefunden. In den Katakomben dieser Höhle. Zack. Und jetzt müssen wir raus. Und dann links. Und dann links. Another one fights in the dark. Tragosso. Macholo haben wir schon. Unibeam. Aquaknarre. Karate. Chop. Und Finish. Victory. Dele. 24 Schutzschild wollen wir gar nicht lernen. Oder habe ich noch was Schlechteres? Turbodreher kann ich dafür verlernen, aber ich hasse Passivattacken beim Durchspielen. Von daher, nope. So. Wir sind raus aus der Höhle. Oder am Ende der Höhle. Oder in der Höhle jetzt. Und was ist das? Nanu? Was bist du, Jung? Oh mein Gott, es kommt direkt auf mich zu. Aber wen haben wir denn da? Einen neugierigen Trainer, der hier bei uns einfach so rumschnüffelt. Habe ich recht, jetzt hör mal gut zu. Wir vom modischen Team Flair sehen nicht nur schrecklich gut aus, wir verbreiten auch Schrecken. Unser Ziel ist es, das Team Flair wunschlos glücklich zu machen und niemand sonst. Uns ist völlig egal, was dabei aus anderen Trainern und Pokémon wird. Verschwinde, du weißt doch sicher, was man nicht mit Feuer spielen sollte. Ja, dann hau ab, obwohl das auch egal ist. Bald existiert sowieso nur noch Team Flair. Ich komme jetzt aber trotzdem wieder. Du hast mir jetzt genug Zeit gestohlen. Verschwindest du wohl endlich von hier? Nein. Mir hier an dir meinen feinen Zwirn schmutzig zu machen, ist zwar nicht die gepflegte Art, aber ich räume dich jetzt schon aus dem Weg. Los, Hundus da, lass die Fetzen fliegen. Was hat er hier für einen Move gemacht? So ein Team Flair Move. Boah, der Rüpel. Zeig mal, was Hunduster kann. Ja, zeig ich dir mal, was ein Schiri auf dem Kasten hat, Junge. Schiller. Gib ihm. Aquaknarre. Yes. Da wurde's besiegt. Da wurde's besiegt. Lässt dir nichts machen. Zubat. Ach, no. Kämpfen weiter mit Schiller. Aquaknarre. Alles, was fliegt, kann auch nass gemacht werden. Karate. Der Flügelschlag ist doch kein Problem für uns. Steck mal weg. Hier, nimm noch eine Aquaknarre. Ja, so sieht's aus, Team Flair. Du besiegst Team Flair, den rüpeligen Rüpel. Ich habe verloren und werde mich jetzt gepflegt verkrümeln. Nichts für ungut. Gehen Sie schon. Kein Interesse an dir. Sieh einen an! Dafür, dass du noch grün in den Ohren bist, gibst du einen tollen Trainer ab. Aber freu dich bloß nicht zu früh. Schließlich bin ich ja nicht das einzige Mitglied von Team Flair. Lass mich in Ruhe, Junge. Lass mich sowas von in Ruhe. Hier könnte ich Zertrümmerer einsetzen. Aber, oh, ist das noch einer?
Team Flair tut, was es will. Wenn nicht für uns, ist es gegen uns und bekommt eine Abreibung. Wow, Team Flair. Utz. Die Mucke geht voll ab. Schlupfhoch wird von Rübel eingesetzt. Das beißen wir einmal. Another one bites the Schlurpuck. Zack. Ah, nicht so gut. Aber das kann ich angreifen und daher kann ich es noch zweimal beißen. Wir beißen in das Grüne etwas rein. Oh, jetzt setzt Amnesia ein. Es hat sich gebufft. Mehr Verteidigung, weniger Nutzen. Und weg mit dir. Oh, es tut mir leid. Wen hast du noch? Fitzelbiss. Blitzelbiss. Flitzel hört sich, Bliss hört sich sehr elektronisch an. Deswegen beißen wir einfach rein. Der Klassiker. Ja, das sieht gut aus. Alle buffen sich nur kurz bevor sie sterben. Tut mir echt leid. Aber du bist down. Team Fleur. Auf mich. Du hast den Rüpel besiegt. Das war aber nicht nett von dir. Ich bin völlig außer mir. Oh, die Unternehmen nehmen noch Geld ab dafür, dass sie sie verprügelt haben. So wie jetzt. Gib dein ganzes Hab und Gut. Hier muss ich echt mal Zertrümmerer lernen. Ach, weißt du, wofür ich Zertrümmerer lerne? Das machen wir jetzt. Wir lernen noch eben hier Zertrümmerer. Wo ist es denn? Nicht verraten. Hier. Wir lernen Zertrümmerer und setzen das auf Schillerlocke ein. Ja. Schillerlocke noch maximal 4 Attacken lernen, das ist auch richtig. Turbodreher natürlich. Der soll weg. So. 1, 2, 3. Zertrümmerer ist dabei. Und jetzt hauen wir mal diesen Stein hier auf. Da kommt ein Pokémon raus, bestimmt. Zack. Oh, wie es angeflogen kommt. Eigentlich hätte ich ja Grimmoklass dafür. Ach, Beleber haben wir hier gefunden. Seht ihr, so schön ist das. So schön kann es sein. Und hier noch einmal Zertrümmerer. Ja. Und da ist ein Pokémon drin. Peng. Nothing. So, und jetzt kommt, Leute, das, was immer am Ende einer Episode kommt. Der Wundertausch. Der Wundertausch. Genau so ist es. Wir tauschen ein Pokémon. Und an der Reihe ist diesmal Koiwaf. Und Koiwaf war, glaube ich, Lukas. Ich schaue ihm nach. Koiwaf, Lukas, ja, habe ich recht gehabt. Lukas, bring uns Glück heute. Viele andere werden noch folgen. Immer noch einer der besten war bis jetzt Purmel. Ich glaube, es war Max, der uns das eingebracht hat. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber es war eine sehr schöne Zeit und er hat uns ein gutes Pokémon zurückgebracht. Wir suchen einen Tauschpartner für Lukas, für Koiwaf. Und ich bin sehr gespannt, aus welchem Land oder woher und was er für uns hat. Wir vertauschen mit Laken aus den Vereinigten Staaten Alaska. Alaska in den Vereinigten Staaten. Laken, was hast du für uns? Ich möchte gar nicht hingucken. Oh Gott, Pikachu, Raupi, keep it basic. Nein, noch basicer als Pikachu und Raupi, noch mehr am Anfang. Ein Skoppel, vielen Dank für diesen Tausch. Dankeschön. Bumblebee. Ja, da haben wir diesmal den kürzeren gezogen. Aber vielleicht wird das in der nächsten Episode von Pokémon Y anders. Schaltet wieder ein, Leute. Seid wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und tschüss.